Ja. 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 Es war sehr interessant und anstrengend. Ich habe den Geist gerufen, der mir Kraft gibt, damit er uns hilft. Ich hatte nicht erwartet, dass es mich so auslaugen würde. Es schien mir eine gute Idee zu sein. Etwas überstürzt vielleicht. Es könnte den Geist ein wenig geschwächt haben. Nun, das ist zumindest vorstellbar. Ich sollte es wohl nicht unbedingt dazu benutzen, Kindergeburtstage zu unterhalten. Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Und danke, ich weiß eure Besorgnis zu schätzen. Soll ich euch einen Stuhl holen?
Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Vielen Dank, ich hatte gehofft, meine Flucht würde länger unbemerkt bleiben. Ich wollte mich in den Wäldern verstecken, aber die Zeit war zu knapp. Und nun bin ich ein toter Mann. Ihr wart auch in Ostaka. Ihr wisst, was geschehen ist. Für mich konnte es nur so enden. Außer ich wäre in den Mägen der dunklen Brut gelandet oder als Deserteur gehängt worden. Ich schätze, die meisten Leute denken das Gleiche über euch und mich, wenn nicht noch Schlimmeres. Als Logain uns verriet, bin ich aus der Schlacht geflohen. Ich habe meine Männer im Stich gelassen und sie fanden den Tod, genau wie Kaelin. Er war mein König und mein Freund beim Erbauer. Ich saß so lange in Ben Lawrence' Kerker und konnte einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie viel Leid diese eine dunkle Nacht in Ostaga über sie gebracht hat. Ich weiß. Selbst wenn Logains Männer uns nicht im Stich gelassen hätten, war die dunkle Brut zu zahlreich. Sogar Kaelin wusste trotz seiner großen Worte, dass wir in Ostaga keinen Sieg erringen würden. Der König hat mir den Schlüssel zur königlichen Waffentruhe anvertraut. Er sagte, er müsse unbedingt den Wächtern übergeben werden, sollte ihm etwas zustoßen. Der Erbauer hat wirklich Sinn für Humor, nicht wahr? Aber ich vermute, es ist so das Beste. Hätte ich ihn behalten, wäre er nun in Ben Lawrence' Händen. Aber ihr habt gesagt, Kaelin habe euch vertraut. Ich hatte Angst. Ich dachte, ich würde ihn auf dem Schlachtfeld verlieren und habe ihn deshalb im Lager versteckt. Bitte, er könnte noch dort sein. Der Schlüssel ist hinter einem lockeren Stein im Sockel einer Statue. Ich zeichne euch eine Karte, damit ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Ihr nehmt mich doch mit, oder? Haltet mich ruhig für sentimental, aber ich habe dort einige der dunklen Brut zurückgelassen, denen ich gerne noch mein Schwert durch die Brust rammen würde. Die Ereignisse in Ostaga suchen mich noch immer, Heimwächter. Falls dies unser Ziel sein sollte, würde ich euch gern begleiten. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Dokumente des Königs nicht in falsche Hände geraten. Ebenso wie Mareks Schwert. Es ist zu mächtig, um von diesen Monstern besudelt zu werden. Und das gilt auch für die anderen Waffen und die Rüstung des Königs. Und falls ihr Kaelins Leichnam findet, bringt ihn fort. Er war unser König. Er sollte nicht im Dreck der dunklen Brut verrotten. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ihr damit andeuten, Alistair? Was? Gar nichts. Ich dachte nur... Ihr dachtet nur, ich sei womöglich eine Expertin darin, wie man sich alt fühlt. Soll ich euch einen Stuhl holen? Einen weisen Rat geben? Ich meine einfach nur, dass ich damals ein anderer war. Ich habe ihm geglaubt, wisst ihr? Dass es eine glorreiche Schlacht werden würde. Dass wir siegen würden. Das habe ich auch.
Wir alle waren ein wenig jünger, als wir das letzte Mal hier waren. Alle außer euch. Ihr wart schon immer alt. Mit einer Zunge wie der euren habt ihr Glück, wenn ihr auch nur halb so alt werdet wie ich, Söhnchen. Was ist los, Alistair? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich einfach falsch an, dies hier zu finden. Betatscht und besudelt von der dunklen Brut. Es hat ihm gehört. Ich weiß. Ich fühle es auch. Aber er war nicht der erste König, der in einer Schlacht gefallen ist. Und er war auch nicht der erste, der durch die dunkle Brut gefallen ist. Ja, aber diese Wunde geht tiefer. Und sie wird noch länger schmerzen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Die dunkle Brut ist zweifellos begierig darauf, uns noch weitere Gründe zum Trauern zu geben.